Wir hatten heute ein interfraktionelles Treffen der AfD-Fraktionen im Bereich der inneren Sicherheit hier im Landtag in Potsdam. Es waren die Kollegen aus Sachsen, aus Thüringen, aus Hamburg, aus Bremen und aus Rheinland-Pfalz da gewesen. Und wir haben intensiv über die innere Sicherheit in Deutschland diskutiert. Eines der ganz wichtigen Ziele ist der mangelnde Schutz, den unsere Polizeibeamten haben. Es ist wichtig, dass das Thema eines sogenannten Schutzparagraphen im Strafgesetzbuch für Polizisten und sonstige Sicherheitskräfte wieder auf die Tagesordnung kommt. Es ist wichtig, dass Polizeibeamte geschützt werden. Ein weiteres Thema, was uns bewegte, war letztendlich der islamistische Terror, der sich mittlerweile sehr stark in Deutschland breit macht und letztendlich eine Bedrohung für die Bevölkerung darstellt.